Hallo, mein Name ist Andreas Hoffmann vom Studierendenwerk Berlin. Ich grüße euch aus dem Mensa Kochstudio und es ist Kürbiszeit. Und ich möchte gerne mit euch aus diesem Hokkaido-Kürbis eine leckere Suppe kochen. Und nun noch einen kleinen Tipp für die leckere Kürbissuppe. Habt ihr abends mal Gäste und möchtet ein bisschen besonders anrichten? Nehmt euch doch so ein Brötchen oder ein Brot. Kann ruhig vom Vortag sein. Schneidet es in Scheiben auf. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und dann röstet es in einer Pfanne. Gebt ein wenig frischen Koriander dazu. Kürbiskerne. Und hier ein Kürbiskernöl. Und dann kann man die Suppe richtig schick anrichten. Nun in eine trockene Pfanne legen, ohne Öl und ohne irgendwas, einfach reinlegen und das Brot schön rösten lassen. So, nun wenden wir das Brot und ihr seht, es hat schon eine ganz tolle Farbe. So eine Art Crouton. Und in diesem Stadium hier, da können wir die Kürbiskerne dazugeben. Und wenn die Kürbiskerne warm werden, tritt da das Öl raus. Und dann hat das auch ein ganz, ganz tolles Aroma. Nun richten wir die Suppe an. Die Suppe ist schön heiß, hat immer noch eine schöne Konsistenz. Schaut hier rein, könnt ihr mal schauen. So, jetzt nehmen wir uns noch ein Crouton. Setzen das in die Suppe. Geben die Kürbiskerne, diese leicht angerösteten Kürbiskerne dazu. Die knacken noch richtig schön jetzt, ihr hört das. Dann zupfen wir ein wenig Koriander. Also wer es mag, ich persönlich mag es sehr. Ich finde gerade der Ingwer und das Koriander passen in dieser Suppe wunderbar zusammen. Und nun das Kürbiskern. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.